Test, Test. Ja, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popischen und damit herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Let's Show tatsächlich. Ich bin hier bei Ranch Simulator. Ich habe aber irgendwie noch ein bisschen das Gefühl, dass hier noch irgendwas nicht richtig ist. Ich kann aber mit dem Finger nicht drauf zeigen. Ja gut, ist egal. Ich will euch eine kleine Sache zeigen. Und zwar ein kleines Let's Show. Ich streame das Spiel ja ganz gern und bin ja auch privat und so ein bisschen dran, das ein bisschen zu spielen. Das bedeutet, wir machen hier mal eine kleine Exkursion sozusagen. Das ist Ranch Simulator mit der Unreal Engine 5. Aktuell Unstable Bench Version. Early Access 0. Es ist Version 098. Wir haben hier, die haben die Felder hier vorne hingemacht. Da sind wir noch dran. Da muss ich mir noch mal was einfallen lassen. Wie ihr seht, habe ich ganz viele Blaupausen gebaut und bin dabei, eine solide Farm aufzubauen. Ja, hier wird noch gebaut. Alles soweit ganz cool. So, die Hintergrundmusik mal ein bisschen leiser machen tatsächlich. Ansonsten bin ich soweit, ja, ganz happy, wie es jetzt läuft. FPS sind auch soweit in Ordnung. Wir haben ja so knapp 190, 119, ja so knapp 100 bis 80 FPS, das ist mehr als ausreichend. Das hier ist unsere kleine Gärtnerei. Ich meine, wenn ich schon mal da bin, können wir auch mal ein bisschen was machen. Und ja, da bin ich halt noch dran. Kohle haben wir natürlich gerade richtig viel ausgegeben. Aber eigentlich wollte ich euch ja nur zeigen, wie ich was von was halte. Ja, viel größer will ich das hier nicht machen. Ja, da hatte ich mal wieder eine tolle Idee, habe sie umgesetzt, bin jetzt dran und habe aber eigentlich keinen Plan gemacht, was ich da gerade will. Also Plan habe ich schon, aber jetzt kein Skript geschrieben oder so oder einen Plan gemacht, wie zum Sinne, das will ich zeigen, das so möchte ich das aufbauen etc. Ich habe mir gedacht, grün und schwarz ist ein guter Kontrast. Das sieht soweit auch ganz gut aus, da kann ich nicht meckern. Hier haben wir unsere kleine Milchziegenfarm sozusagen. Da machen wir auch gleich weiter. Ich meine, wenn ich euch schon mal mitnehmen kann, ich euch auch einen ganz normalen Tag mitnehmen. Da aktuell ist unsere Käseproduktion relativ gut. Ich habe noch keine Wurstproduktion, weil ich es einfach noch nicht fühle. Ich meine, wir könnten da durchaus mehr Geld rausholen, aber wenn man das einigermaßen ernst nimmt, sollte man gut klarkommen. So, ich habe die Laterne hier so ein bisschen dran gesetzt, also auch hier ein bisschen farblich schön markiert. Etc., etc. Ich weiß gar nicht. Ah, die Samira ist schon ready. Die Nana auch. Gut. So, Gisela. Die Samira hatten wir schon. Da müssen wir jetzt nur noch... Komm. Weiß gar nicht. Ist das die Ina? Ja. Es gibt immer noch ein paar Bugs. Habe ich den Ranch-Leuten aber auch schon in den Discord gepostet. So, das ist... Voll. Okay. Ich finde es immer noch schade, dass es keinen spezialisierten Ziegen. So, komm, Gertrude. Also seit dem letzten Update von der 96 auf die 97, 98, irgendwie sowas, gab es ein kleines Problemchen. Und zwar das Problemchen, dass ich nicht genau weiß, warum man den Tieren keinen E-Namen, E-Buchstaben in den Namen geben kann, weil dann hört man sofort, wird man sofort zurückgesetzt. So, okay. Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt mal so ein bisschen. Ja, verkochen wir das mal ganz schnell. Wir nehmen uns einfach ein bisschen die Zeit und wenn das Video soll, dann wird es halt keine 10 Minuten, sondern mal eine halbe Stunde.
Ist auch nicht so schlimm. Dann machen wir das. Folgendermaßen, ich wollte euch so zeigen, was so meine Gedanken sind. Für die Leute, die jetzt nur ab und zu mal einen Stream reinschauen oder gar nicht, werden das wahrscheinlich nicht verstehen. Aber wenn ihr wollt, twitch.tv/GrafWallner, würde mich schon freuen, wenn ich euch da auch mit sehen würde. Dann passt das schon. Dann können wir da auch ein bisschen... Also normalerweise frage ich auch die Leute immer, ob sie da Lust haben, ihre eigenen Ideen mit einzubringen, die ich dann so ein bisschen aufbaue, was ja an sich kein Problem ist, geht ja. Aber bis jetzt halte ich da nicht so viel Rückmeldung. Also von daher denke ich mal, dass ich das A, entweder ganz gut mache oder B, die Leute eigentlich eher nur so ein bisschen am Lurken sind. Wie ich ja jetzt gelernt habe, ist Lurken, ja, ich gucke da ab und zu mal rein, guck mal, was der so macht. Und das war's. So, hier bin ich noch am Überlegen, aber eigentlich 6 Ziegen sollten ausreichen. Ob ich da noch 8 fühle ich halt nicht, obwohl der Platz noch geht. Aber ja, so eine ähnliche Farm will ich auch bauen. Das Milchgehege haben wir beim letzten Stream gebaut. Die Eier muss ich noch kontrollieren. Das mache ich aber in Ruhe. Später dann, wenn ich draußen bin. Erstmal hier einfach nur alles ein bisschen abgrasen. Einfach hier so ein kleines Let's Show. Lass es mal 10, 15 Minuten sein. Aber ich befürchte, es wird länger. Ich versuche mich immer kurz zu halten, aber es klappt nicht. So. Gut, gehen wir mal hier in der Ego-Perspektive weiter. Hier sind aktuell 25 bis 26 Hühner zugegen. Mehr als 30 will ich nicht reinpacken. Auf der anderen Seite bin ich sogar am Überlegen, ob 25 hier auch ausreichen, weil doch hier recht viel los ist. Hier lasse ich einfach... Ich habe hier hinten den Stall. Warte mal, dann muss ich von vorne machen, sonst versteht das mit den Hühnern nicht. Also hier ist der Bumsstall sozusagen. Sage ich es mal so, der Zuchtstall. Hier habe ich einen Hahn mit ganz vielen Hennen reingesetzt. Jeweils 3 von jeder Gattung. 3 weiße, 3 braune, 3 schwarze. Und die befruchteten Eier werden hier in den Kindergarten gelegt, sozusagen, wo die auch alles haben, was sie brauchen. Und werden dann ganz entspannt, können sie dann aufwachsen. Und wenn es dann ausgewachsene Hennen sind, kommen die in solchen Gehegen. Jetzt ist dieses Gehege leider so langsam in meinen Augen voll. Das bedeutet, ich müsste ein neues Gehege bauen. Bin ich auch dran. Werden wir demnächst planen. So, hier ist das Schweinsgehege. Hier haben wir jetzt erstmal ein paar Schweine geschlachtet. Und sind aber auch wieder fröhlich am Nachziehen. Also von daher, hier haben die Schweine auch genug Platz. Hier wollte ich keine Scheune bauen. Bist du auch schon wieder schwanger? Du auch. Na, das wird ein Spaß. Ja, und damit wir halt genug Zeug haben und mir nicht auf einmal die Schweine alle verhungern, habe ich hier genug reingebaut. So, ich will mal gucken. Beim Vorgänger, also als es noch auf der Unreal Engine 4 lief, hatte ich Probleme, dass ein Kern von meinen Rechnern, von meiner CPU die ganzen Tiere gerendert hat. Und das hat zu Problemen geführt. Bedeutet, bei 200 Schweine ist ein Kern so hoch gegangen, dass ich das Spiel nur noch in 30 FPS spielen konnte. Und ja, das war dann alles nicht mehr so geil. Die Entwickler haben diesbezüglich nichts gemacht. Klar, Single-Core-Threading ist einfacher zu programmieren als Multicore. Wir wollen einfach mal gucken, wie sich das mit der Unreal Engine 5 gibt. Aber ich glaube nicht, dass die Engine das großartig... dass die Engine da großartig was machen wird. So, hier ist das Kuhgehege. Das ist eigentlich ähnlich gebaut wie das... wird so ähnlich gehalten wie Dingsbums, wie das Ziegengehege, klar. Hier sind wir auch noch dran. Machen wir mal die Lichter an. Ich werde später noch ein bisschen mehr spielen, damit wir weiterkommen. Aber ansonsten sieht das hier alles soweit ganz gut aus. Hier muss noch ein Melker rein und dann können die Kühe geholt werden. Und hier noch ein paar von denen hier. Also ich will es erst vorbereiten. Dann stelle ich den Automelker hier so ein bisschen in die Mitte oder an den Rand. Und dann können wir gucken, ob hier... packe ich erstmal 4 Kühe rein, gucke, wie der Platz ist. Kann ich ja noch in diese Richtung hier da ein bisschen ausweiten. Wenn ich da noch 2 Reihen weitermache, dann können wir da auch bestimmt 6 Kühe reinpacken. Vielleicht klappt das auch so, weil die Scheune ein bisschen größer ist. Muss ich mal sehen. Hier schlachte ich die Tiere noch.
Weil nach der Unreal Engine 5 explodieren die extrem, wie man ja im Stream schon gesehen hat. Finde ich ein bisschen komisch, dass wenn du ein Schwein auseinander nimmst, dass es richtig explodiert. Aber naja, wie dem auch sei, so soll es, ja, wenn es halt so ist, ist es halt so. Dann kriegen die anderen Tiere das nicht so mit, bis wir dann einen Elektroschocker haben. Dieses Haus, klar, die meisten reißen es ab, weil es halt echt nicht schön ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt in meinen Augen immer noch was Besonderes. Da bin ich halt am Überlegen, ob ich hier später... Hier kann man ja halt nichts bauen oder so, was ich schade finde. Weil das Gerüst hätte ich gerne für Bienen. Wenn ich die halt irgendwann mal halt habe. Das wäre ganz schick. Ansonsten lassen wir das mal. Hier habe ich versucht, mit dem Zaun meine Farm so ein bisschen einzugrenzen. Ist noch einfach nur für mich zum Checken. Bedeutet... Warum konnte ich da keinen Zaun hinlegen? Aber hier... Warte mal. Da haben sie wieder was geändert. Beim letzten Mal, ich schwöre es euch, ich konnte nichts... Ich konnte nicht bis hier hinten hinbauen. Naja. Warte mal, der kann eigentlich als Platzhalter da dienen. Als Anmahnung... dass ich doch bis hierhin bauen kann, wenn ich es brauche. Ne? Wie ihr seht, ich baue jetzt nicht so viel mit Häusern, Wurstproduktion oder sonst was. Brauche ich halt nicht, mache das Stück für Stück, guck, wie es läuft und fertig. Hier habe ich eine Rinderzucht geplant. Auch sehr schön, sehr groß sozusagen. Hier habe ich auch darauf geachtet, dass die Zäune alle einigermaßen passen. Und hier konnte ich jetzt nicht großartig erweitern. Da müsste ich dann nach hinten erweitern, weil hier vorne kann ich halt auch nicht mehr so viel. Also erstmal gucken, wie viele Tiere hier reinpassen. Ich würde den gerne ein Freiluftgehege lassen, so den Rind, also den Fleischtieren generell, weil denen geht es draußen eigentlich ganz gut. Muss halt mal gucken, vielleicht baue ich irgendwo noch einen Unterstand dran oder so. Und dass sie sich wie die anderen Tiere, also normalerweise wollte ich es sinnlich so machen wie hier, dass sie sich zumindest unterstellen können, vielleicht hier dieses Teil weg, dann haben wir einen größeren Eingang, weil bei zu vielen Tieren, die kannst du hier echt vergessen. Die klemmen sich hier bei den Toren. Die Scheunentore habe ich nicht ausgebaut, weil die sich dann sowieso verfangen. Ich hatte das einmal und sobald zwei Kühe da aneinander vorbei wollen oder drei, wird es kritisch. Ja, das ist aktuell mein Plan für die Farm sozusagen. Sieht soweit ganz gut aus. Ist noch viel Arbeit, aber es ist meine Farm und es macht Spaß. Das ist so ein kleiner Überblick und ja, viel los ist noch nicht. Der Geldbeutel sagt auch, na, so lala. Aber ich denke mal, ich habe jetzt alle Gattungen soweit ausgezogen bzw. fertig gemacht. Und dann müssen wir halt mal schauen, was die Zukunft bringt. Wenn wir das mal vergrößern, vielleicht mal mehr Milchproduktion und so weiter und so fort. Ich bin kein Fan von den Scheunentoren. Ja, du kannst ja die Scheunen, kannst ja noch so Gattern und so reinsetzen, keine Ahnung. Aber darauf bin ich kein Fan von. Und ich bin am Überlegen, ob ich sowas wie hier nochmal baue, hier, dass wir später so 2 bis 3 Pferde auch noch haben. Und dann können wir hier hinten das Trainingsgatter führen. Die Pferde brauchen dann nicht so einen großen Auslauf, weil dann können wir nämlich, wie heißt's, die kriegen ja noch das Trainingsgehege. Also das ist alles noch im Bauen. Davon bin ich kein Fan und davon bin ich kein Fan. Ich werde noch irgendwo ein Hauschen bauen. Mal gucken, vielleicht so ein fertiges. Ich bin da nicht so der Typ, der was Eigenes bauen will. Brauche ich theoretisch nicht. Und von daher, ja, so ein kurzer Überblick. Ja, so ein Reitgehege. Ja, das kannst du natürlich jetzt... vergessen. Ist aber eine Menge Platz, ne? Das wird ein Spaß, das irgendwo hinzusetzen. Naja. Sehen wir dann. So. Gehen wir dann pennen. Ja, damit arbeite ich so ein bisschen. Diese Scheune behalte ich
Und zwar ist das für mich so ein Vorbereitungsholzlager. Das muss ich auch mal wieder füllen. Muss halt nur gucken, wie ich das mache. Also hier so Kleinigkeiten, ja, so ein kleiner Gartenschuppen. Ich will die Dinge auf jeden Fall, eigentlich will ich die Dinge so gut es geht behalten, komplett. Einfach, weil das halt Sachen sind, die du nicht wieder replizieren kannst. Du kannst nichts bauen, das dann so aussieht wie diese Garage. Geht nicht. Du kannst nichts bauen, egal wie du es anstellst, das dann so abgeranzt aussieht wie diese Scheune hier. Kannst du nicht. Und als Holzlager ist das wunderbar. Ich will es halt nicht so übertreiben. Ich mache es alles Stück für Stück, weil das, was wir bauen, ist ja für die Ewigkeit. Deswegen lasse ich mir da ein bisschen Zeit und mache das dann gezielt, würde ich sagen. Muss halt nur gucken, wie ich das dann, ob ich dann hier vorne so einen Unterstand vielleicht dann doch baue für die verschiedenen Fahrzeuge. Mal gucken. Auf jeden Fall werden hier erstmal die Bäume gefällt, dass wir ein bisschen Baumaterialien haben. Und der nächste Plan, wenn das alles vollgesetzt ist, brauchen ja sowieso noch eine Menge Metall. Aber erstmal die Milchkühe. Milchkühe und Milchkuh-Käseproduktion. Ansonsten, ja, Metall brauchen wir jetzt hier nicht mehr so viel, aber Zement ist alles noch im Bau. Wenn es fertig ist, Feuer frei. So, wollen wir mal gucken. Ja, GPU ist 98% ausgelastet, ist eine 4070. Habe ich mir extra dafür geholt. RAM-Probleme hatte das Gerät noch nie. Ja, CPU darf man sich nicht täuschen lassen. Wenn alles auf einem Kern gerendert ist, dann bringt das halt auch nicht viel, dass die CPU-Usage bei 20% liegt. Also, ich weiß nicht, irgendwie finde ich es ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, das ist die Unreal Engine 5. Muss ich das eigentlich neu starten, wenn ich das alles auf episch stellen will? Ich bin eigentlich soweit ganz glücklich. Ich will da jetzt nichts umstellen. Einfach aus dem Sinne, weil es halt für mich aktuell perfekt ist. Ich habe schön hohe FPS, aber ich kann, sieht auch schon schick aus. Also von daher, ja, ich könnte eigentlich auch mal wieder verkaufen. Das bedeutet wieder Metallvorrat aneignen. Aber das mache ich alles im Stream, also onscreen. Also hier offscreen mache ich nur Vorbereitungen, Holz holen und das Planen und Bauen mache ich dann im Dingsbums, mache ich dann immer online. Auf twitch.tv/GrafWallner, wie ihr es ja kennt. Also von daher, wenn ihr mitreden wollt, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, etc. Alles drin, was wir brauchen. Kann man alles machen. Ihr müsst euch nur, ja, melden. Ne? Die Tür kann ich aufmachen, aber reinkommen müsst ihr selbst. So, komm. Ich hoffe, dass sie das mit dem E fixen. Weil die Nana sollte eigentlich anders so heißen. Am Anfang hat es geklappt, später dann nicht, was eigentlich ein bisschen komisch war. Ich glaube, das waren alle, ne? Ja, passt schon. Gut. Ja, müssen wir mal schauen. Die Ziegen geben 5. Wenn ich jetzt noch 2 Ziegen dazu hole, dann haben wir 8 Ziegen und die würden dann pro Melk würden die dann 30 geben. Nee, 40. Dann habe ich doch irgendwas. Warte mal. 15, 15, 20, 25, 30. Dann habe ich doch irgendwas vergessen. Samira, komm, komm, komm her. Bei den Kühen muss ich halt auch mal gucken. Ich würde es gerne so machen, dass sie pro Melken eine. Eine Milchkanne voll machen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Lieber zweimal geprüft als einmal vermodert. So. So, ich brauche jetzt, also wenn jemand mitspielen will und meint, ja, ich will aber da noch eine Überdachung bauen und es ein bisschen schick machen, klar, Leute können gerne mitspielen.
müssen nur Bescheid geben, aber ich persönlich finde es, ich vor allem auch diese Gewächshäuser, muss ich sagen, ne, ein bisschen vegetarisch, die Bank fühle ich, macht auch Spaß in allem drum und dran, aber so ein festes Gewächshaus fühle ich nicht, bin ich ganz ehrlich, weil ich dann immer die Pflanzen vergesse, habe ich das Gefühl, dass ich dann immer vergesse, dass die da sind und dass sie mir dann mehr verrecken. So nach dem Motto, aus dem Augen, aus dem Sinn. Deswegen wollte ich die hier so präsent reinmachen. Dann die Anordnung der Pflanzkörbe habe ich so gemacht, damit ich halt auch bei voll ausgewachsenem Strauch, musst du ja theoretisch hier, weiter geht's ja nicht. Und wenn hier noch so einer ist, komme ich hier gerade so noch durch. Und hier einfach damit schicke. Ich meine, ich könnte es auch ein bisschen enger bauen, aber finde ich soweit ganz gut. Vielleicht reißen wir hier die Leitern ein und machen nochmal eine Reihe. Aber das sieht soweit ganz gut aus. Da will ich nicht meckern. Gut, das war's dann auch schon von mir. Ist ja doch 20 Minuten geworden. Die letzten 10 Minuten, die letzten 5 Minuten hätte man rausstreichen können. Ich habe gezeigt, was abgeht. Und beim nächsten Mal sehen wir uns. Ne? Macht's gut, Leute. Tschüss.